So, herzlich willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir starten heute mit einem neuen Modul und zwar Enterprise Transformation. Heute geht es um drei Grundbegriffe: Enterprise, Unternehmen und Organisation. Diese drei Begriffe wollen wir definieren. Definitionen sind niemals wahr oder falsch. Das haben wir im Zuge der Wissenschaftstheorie bereits kennengelernt. Die entsprechenden Videos findet ihr bereits auf unserem Channel. Ich habe mir drei Definitionen hier ausgesucht. Theoretisch könnten wir uns auf eine Definition einigen und die Begriffe als Synonym zueinander verwenden. Allerdings habe ich mir gedacht, ey, ich bringe euch direkt drei Definitionen mit. Ihr müsst dann entscheiden, welche Definition ihr verwendet. Ich würde mich da ja an den Lehrstuhl richten. So, fangen wir mal an mit dem Enterprise-Begriff. Und zwar Enterprise ist ein komplexes, integriertes, voneinander abhängiges System von Menschen, Prozessen und Technologien. Das schreiben wir jetzt kurzerhand einmal auf. Und zwar Enterprise ist ein komplexes, integriertes, voneinander abhängiges System von Menschen, Prozessen und Technologien. Punkt. Dann gucken wir uns den Unternehmensbegriff mal an. Und zwar ein Unternehmen ist eine wirtschaftliche, technische, soziale und rechtliche Einheit mit der Aufgabe der Leistungserstellung. Das schreiben wir kurz dann einmal auf. Ein Unternehmen ist eine wirtschaftliche, technische, soziale und rechtliche Einheit mit der Aufgabe der Leistungserstellung. Das Ganze kann man natürlich noch weiter ausführen, aber ich wollte jetzt kompakt jeweils die Begriffe in einem Satz definieren. So, Punkt. Zum letzten Begriff, zum Organisationsbegriff. Hier haben wir Input, unter anderem in der Organisationslehre. Hier gibt es nämlich mehrere Organisationsbegriffe, die man voneinander differenziert. Schaut auch mal da vorbei. Eine Organisation ist ein soziales Gebilde, das dauerhaft ein Ziel verfolgt und eine formale Struktur aufweist. Organisation ist ein soziales Gebilde, das dauerhaft ein Ziel verfolgt und eine formale Struktur aufweist. Und eine formale Struktur aufweist. So, was man jetzt hier noch machen kann, ist natürlich, dass man noch Beispiele nennt für Enterprise, Unternehmen und Organisation oder wenn man sie als Synonym zueinander verwendet, die Begriffe, dass man das Ganze auf zwei, drei Beispiele entsprechend beschränkt. Das werden wir heute nicht tun. Wir werden noch genug Beispiele im Laufe dieses Moduls kennenlernen. Das sollte zum Einstieg reichen. Kann man sie gut auf ein Karteikärtchen packen, die Begriffe und entsprechend die Definition einfach nur lernen. Auch wenn ihr sie nur auswendig lernt, denke ich, da habt ihr schon mal diese drei Begriffe parat als Einstieg.
Ja, ich packe euch das nochmal alles unten in die Videobeschreibung hinein. Ihr habt natürlich jederzeit die Möglichkeit, auch im Video zu springen, anzuhalten, die Geschwindigkeit zu erhöhen. Joa, bis zum nächsten Mal und ciao.